Hallo zusammen. Ich bin nur auf dem Weg von einem Punkt zum anderen. Aber wie das hier in Norwegen so ist, gibt es ganz viele Stellen, die einfach wunderschön sind. Und die wollte ich euch diesmal ja auch in so ganz kleinen, kurzen Videos zeigen. So wie hier diesen Zulauf zu dem See oder Fjord. Leider ist hier Privatgelände, also ich stehe hier vor so einer Schranke. Und ihr wisst ja, da halte ich mich auch dran, wenn sowas ist. Aber das hier muss man doch gesehen haben. Ist das nicht wunderschön? Wollte ich auf jeden Fall gezeigt haben. Das war es dann auch schon wieder, denke ich. Es geht jetzt weiter zu meinem eigentlichen Ziel. Genießt es noch einen Moment und dann würde ich sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Meine ich hier auf 1166 Meter Höhe. Wie die Spitze noch im Nebel ist. Ich habe jetzt nur kurz mit dem Auto gehalten, also nicht wundern, wenn man den Diesel ein bisschen tackern hört. Der Haken hier in den Bergen ist, dass es echt dadurch, dass keine Bäume mehr sind, ganz schön stürmt immer. Aber ansonsten ein Traum. Und so sieht's aus, wenn man dann eine Zeit lang durch die Berge gefahren ist und auf einem Plateau ankommt. Wunderschön, aber kalt. 7 Grad zeigt das Autothermometer. Da hinten, wo die Sonne scheint, scheint es deutlich freundlicher zu sein. Aber leider nicht meine Richtung. Und wenn man aufmerksam ist, sind dort 2 Rentiere. Ich habe erst Fotos gemacht gerade. Da flitzen die natürlich weg. Jetzt sehe ich gerade nur das eine auf dem Bildschirm, aber das macht ja nichts. Ach, da kommt das zweite. Endlich! Ich dachte schon, ich werde sie nie sehen. Wunderschöne Tiere. Meine ersten Rentiere. Und das in dieser Umgebung. Es ist einfach ein Traum. Ungefähr 1400 Meter Höhe zurzeit. Und es geht weiter. Wie ihr sehen könnt, wunderschön. Hier ist mal ein Beispiel dafür, was ich meinte, auch mit den Flüssen, die hier so vor Ort sind. Diese Seite sieht ja schon sehr schön aus, aber beeindruckend wird es gleich auf der anderen Seite. Und wenn man aufmerksam ist unterwegs, sind es auch solche Brücken dann hier, wo die Flüsse sind. Und von da aus hat man definitiv immer eine super Perspektive auf die Stromschnellen, was ich vorhin erwähnte. Ist das nicht faszinierend, was da eine Kraft drin ist und die Farbe? Und das in dieser schroffen, felsigen Landschaft.
mal, gerade gibt es einen wunderschönen Regenbogen. Und auch solche Plätze kann ich jedem nahelegen, wenn irgendwo steht Fisking, lohnt sich immer mal zu halten und hinzugehen. Dann kommt man an wunderschöne Plätze entlang von Flüssen, großen Seen oder Fjorden, wo es dann perfekte Angelplätze gibt. Kommt für mich jetzt nicht in Frage, weil ich weder Angler bin noch Ahnung davon habe. Aber schon schwer im Überlegen bin, ob ich das nicht doch mal lernen sollte. Und auch solche schönen Schluchten sieht man dann hier. Bis sie dort in den Felsen im Grunde verschwinden. Ich zoome das Ganze noch einmal kurz, dass man diese Felsspalte auch mal schön sieht. Und für die ganz hartgesottenen ist dann hier vorne die kleine Badewanne. Und hier sieht man gerade schön so Richtung Sonne den Horizont da. Aber was viel beeindruckender ist, das Flussbett, ihr seht ja, wie klein das jetzt im Grunde wirkt. Es hat vielleicht eine Breite von 30 Metern. Aber alles, was hier im Grunde noch Bäume am Anfang ist, oh, da unten steht ein Zelt. Naja. Was ich sagen wollte, alles, was hier noch Bäume ist, wird ja mitgeflutet, wenn die Schneeschmelze ist. Also das ist schon beeindruckend. Zumindest für mich. Wenn ihr eins von diesen braunen Schildern seht, lohnt sich das meistens, da mal reinzufahren. Deswegen mache ich das jetzt auch einmal, um mal zu schauen, was mich da so erwartet. Das sind oft nur Kleinigkeiten, die aber auch sehr schön sind. Alleine jetzt schon hier, dieser wunderbare Waldboden. Schaut euch das Grün an. In 300 Metern wenden. Ja, und das Navi, da hören wir gar nicht zu. Sondern schauen jetzt einfach, was hier vorne kommt. Jetzt bin ich wieder ausgestiegen. Auch das gehört zu so einem normalen Tag hier dazu, dass ich immer mal wieder für eine Stunde irgendwo hingehe, um an bestimmte Ziele oder Orte zu kommen. Und hier ist jetzt der Rigger Springet. Wenn ich dran denke, füge ich da ein Bild zu ein. Da geht es letztendlich darum, dass ein Mädchen einem Mann versprochen war, aber sie nur einen liebte, die beiden geflüchtet sind, über den Fluss sprangen und derjenige, dem sie versprochen war, stoß dann einen seiner Männer in den Fluss, um den Flüchtenden zu zeigen, wie es ihnen ergehen wird, wenn sie ihn jemals wiederfinden. Ja, und hier liegen wieder die kleinen Wollschweine. Jetzt hört man auch das Wasser schon richtig. Die Sonne ist zu sehen, was wunderschön ist bei den Temperaturen hier. Und muss ich mich kurz orientieren. Da würde es lang gehen. Hier geht es lang. Ich gehe erstmal geradeaus, um einen Überblick zu finden. Ah, hier lang. Da sieht man auch schon die Strömung und den reißenden Fluss. Ja, und hier soll der Gute rübergesprungen sein. Wie das so mit Sagen und Legenden ist.
wunderschöne Schlucht. Aber noch schöner finde ich gerade die Sonne auf der Haut. Und wie es immer so ist, ist hier eine Ecke schöner als die andere. Ich gehe hier nochmal vorsichtig runter. Ich denke mal, ihr könnt es ganz gut erkennen. Und genau deshalb meine ich, diesen braunen Schildern immer mal folgen. In der Regel lohnt sich das. Und zwischen diesen einzelnen schönen Orten fahrt ihr völlig entspannt hier über solche wunderschönen Naturstraßen. Oder Straßen in der Natur. Selbst das entspannt. Wenn man aus den Bergen dann wieder runterkommt in die Täler, ist die Sicht auch nicht schlecht. Teilweise sieht es so aus, als wenn hier auf dem Wasser noch ein bisschen Eis wäre. Nicht unmöglich, aber ich kann es nicht richtig erkennen. Hier sieht man farblich schön, wie sich das Fjordwasser mit dem anderen Flusswasser vereint. Und auf dieser Seite dann seinen Lauf nimmt durch weitere Täler. Da kann man sich unterwegs auch dann noch solche Stabkirchen anschauen. Die gibt es in noch wesentlich schöner. All das auf einem Weg. Das sind keine Ziele, die ich zwischendurch hatte, sondern das ergibt sich alles, was hier gezeigt wurde in dem Video. Ja, mittlerweile hier in den Bergen wieder angekommen, Richtung Gairanga. Seht ihr? Es geht immer noch eine Nummer. Größer, besser, lauter, tollere Farben. Es ist einfach der Wahnsinn hier. Dann diese traditionellen alten Häuser dabei. Wen das nicht begeistert, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Und auch hier, wie das hier runtergedonnert kommt, ne? Das Ganze hier gehört zum Reinheim Nationalpark. Und hier geht noch so ein mehr oder weniger guter Weg hoch. Den schaue ich mir jetzt auch noch mal an. Hätte mir vielleicht Regensachen anziehen sollen. Aber jetzt ist es auch zu spät. Hier noch mal eine weitere Stelle, wo man diese unheimliche Kraft erkennt. Vorne kommt gleich eine Hängebrücke. Ich schaue mal, ob ich mich drauf traue. Das ist bestimmt noch ein genialer Ausblick. Dieser Fluss hier heißt Feusa mit Y. Wenn ich jetzt auf die Brücke drauf gehe, werde ich nicht mehr irgendwas erzählen, sondern nur noch draufhalten, okay? Ich denke, das werdet ihr verstehen. So, wie ihr vielleicht sehen könnt, stehe ich im Hintergrund, ein bisschen leiser machen, läuft ein norwegischer Volkssender, irgendwie auch nett und unterhaltsam. Ich habe einen herrlichen Blick hier auf die Berge mit Schnee, ein Fjord und werde jetzt den Tag hier verbringen. Es ist erst 11 Uhr, aber es ist für heute 100% Regenwahrscheinlichkeit gemeldet und mein Ziel ist eigentlich Gairanga, das sind noch 20 Kilometer. Aber bevor ich da irgendwo im Ort stehe, bleibe ich einen Tag hier. Morgen soll nur 50% Regenwahrscheinlichkeit sein und deutlich weniger Liter auf dem Quadratmeter.
Deswegen heute ein Tag Pause, Materialpflege würde ich mal sagen. Und hier kann man es ja auch ganz gut aushalten. Und so sieht's aus, wenn ich hinten aus dem Bulli gucke. Also ich stehe hier zwischen dem Fjord und dem Fluss, der ja abläuft oder durchläuft. Zu jeder Seite so 20 Meter vom Wasser weg, würde ich sagen. Sehr schön, tolle Aussicht. Vielleicht gibt es da noch ein paar Rentiere oder Elche. Wenn dem so wäre, würde ich euch das natürlich zeigen. Aber dieses Video endet hiermit. Ich hoffe, euch hat jetzt diese Überlandfahrt mit diesen ganzen zufälligen Naturschönheiten, nenne ich es mal, gefallen. Und wir sehen und hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut, euer Markus. Hallo zusammen. Ich sitze mal wieder im Auto und bin unterwegs von einem Punkt zum anderen und habe schon ganz oft gesehen, dass hier neben den Tunneln immer mal so Straßen angezeigt werden, wie hier jetzt der Alterweg Wegen. Da dachte ich mir, warum nicht mal außenrum fahren? Bin jetzt gerade nur ein bisschen beunruhigt, weil der Weg hier oder die Straße da schon direkt am Anfang so halbwegs zugewachsen ist. Soll man es wagen oder nicht? Ich meine, der Weg führt definitiv nicht direkt außenrum am Wasser, so wie ich das erst gedacht habe. Ich nehme euch mal kurz mit raus, weil das würde heißen, der Weg würde daher führen und das tut er nicht. Ich dachte, das geht entlang dieser Lachsfarm hier. Aber so wie es aussieht, geht das dann irgendwo da oben drüber. Jetzt ist die Frage, riskieren oder nicht riskieren? Bin gerade echt unschlüssig. Ja, ich bin jetzt mal so ein Stück hier reingefahren. Mein Navi kriegt auch schon Panik. Bitte wenden die ganze Zeit. Und ich denke, da da jetzt auch noch ein alter Tunnel kommt, dass ich das vielleicht doch nicht machen sollte. Wobei, man sieht auch das Ende vom Tunnel. Ach, Leute. Aber hier ist ewig keiner mehr hergefahren, also. Also ab jetzt wird es mir dann doch zu abenteuerlich, weil der Weg ist mittlerweile unbefestigt, immer dichter zugewachsen. Und das sind noch 21 Kilometer, die Amazon drumherum führen. Nee, ich drehe um. Aber war ein schöner Versuch. Und das ist so das meist vorherrschende Bild, wenn man hier über Land an den Fjorden vorbeifährt. Deswegen ist das auch nie langweilig irgendwie. Überall diese schönen Berge, gelegentlich so in diesen Schleierwolken. Die Pflanzen hier, das blüht alles herrlich. Und wie gesagt, es ist so gut wie nichts los auf den Straßen. Klar, man fährt maximal 80, es zieht sich alles ein wenig, aber es ist wunderschön. Und auch hier diese kleinen Wasserfälle, die überall runterkommen. Da macht das Fahren richtig Spaß. Deswegen wird diesmal wieder ein Fahrvideo. Hier schön zu sehen, mal wieder einer von diesen Wasserfällen, die einfach so ja, im Nichts hier sind. Deswegen hört man im Hintergrund auch den Wagen laufen, weil hier gibt es nicht mal Parkplätze oder sonst was. Aber auch das ist auf diesen Touren hier wunderschön und das sieht man echt überall.
man kann halt selten anhalten und kann ich auch nicht jedes Mal, weil dann wird es eine unendliche Geschichte hier. Hier ist wieder eine dieser kleinen schönen Nebenstrecken, wo es auch zu einem Wasserfall geht, den ich euch noch zeigen möchte. Das müsste der Krokbükter Wasserfall sein. Und ich fand das hier doch sehr sehenswert. Bin deswegen nochmal diesen Seitenweg gefahren, der größtenteils jetzt unbefestigt war, aber geben tut's den laut Navi, also warum nicht nutzen? Und ich halte die Kamera jetzt nur mal hoch, weil ich finde, dass man von hier den schönsten Blick hat. Und deswegen wird das Reisen hier nie langweilig. Und diese alten Hofanlagen am Wegesrand, auch immer sehr sehenswert. Diese ist jetzt schon aus Stein im unteren Teil. Viele sind aber auch in dieser traditionellen Holzbauweise noch zu sehen. Und hier wieder so eine Schönheit von Fluss am Wegesrand. Vorher war da schon mal so eine Riesenschleuse, die hätte ich gerne auch gefilmt. Aber da gab es keine Möglichkeit zu halten. Aber auch das hier ist sehenswert. Die Fahrt führt heute die ganze Zeit hier entlang solcher Flüsse und Fjorde durch die Berge. Ich habe schon das einzelne Schneefelder wieder gesehen. Und das fühlt sich sehr gut an. Allerdings mit meiner kurzen Hose T-Shirt, das sind 10 Grad, ist doch recht frisch. Was ich jetzt erst sehe, ist das schöne Haus da im Hintergrund. Ich befinde mich jetzt hier in der Nähe von Sagmo. Sieht doch toll aus, oder? Was meint ihr? Daneben ist eine Schafherde auf der Wiese. Und sonst nicht ganz viel. Jetzt ist es offiziell. Ab dort ist es Nordnorwegen Richtung Arctic Circle. Herrlich. Tolles Gefühl. Wieder ein kleiner Zwischenstopp im Nationalpark Holmvassdalen. Wenn ich das Schild richtig in Erinnerung habe. Und einmal hier dieser kleine Rundumblick. Ist das nicht wunderschön? Wie gesagt, alleine die Fahrt hier durch ist schon so ein Genuss. Ja, ich genieße erstmal hier ein bisschen. Das ist doch auch mal schön auf so einem Rastplatz. Ein Sehtest. Aus 10 Meter Abstand soll man das lesen. Da muss ich sagen, meine neue Brille funktioniert doch ganz gut. Ja, ich wollte ein Päuschen machen, einen Kaffee trinken, vielleicht die ein oder andere Beere naschen, wie ihr hier sehen könnt. Wunderbar. Der Fluss im Hintergrund. So kann es sein. Und hier soll es unheimlich viele Lachse geben, hatte ich ein Schild gesehen. Vielleicht für den einen oder anderen Angler auch interessant. Im Lomsdal Nationalpark befinde ich mich mittlerweile. Hier in Mosjøen hat mich die Sonne wieder und der blaue Himmel. Auch wenn es nur 12 Grad sind, tut es trotzdem gut. So ein tolles Wetter zu haben. Und Landschaft brauche ich, glaube ich, nicht zu sagen. Ist ja immer herrlich. Auch hier mit den Bergen jetzt. Das hat schon was.
gesellt sich das Wasser noch dazu. Ach, da war ein kleiner schöner Hafen. Wenn man immer diese Reiseberichte aus Kanada sieht, diese Weiten. Ich würde sagen, für uns Europäer ist Norwegen gleichzusetzen. Da lehne ich mich jetzt wahrscheinlich ganz weit mit aus dem Fenster. Wenn das irgendeiner sieht, der in Kanada war, kann er mir ja gerne was dazu schreiben. Aber ich finde schon, wenn man das mal in Relation setzt, vom Aufwand und was so da logistisch auch hintersteckt, kann Norwegen definitiv mithalten. Hier schlängelt sich dieser Weg jetzt so ein bisschen durch. Das erste, was man natürlich hier sieht, ist Fluss- und Hängebrücke. Schön befestigt hier an diesem massiven Stein. Und auf der gegenüberliegenden Seite hat tatsächlich jemand sein Zelt aufgeschlagen. Wunderschön. Aber jetzt mal auf die Brücke. Das wippt aber ganz schön. Naja, gut. Super, oder? Ja, ich muss sagen, ich weiß nicht, ob man das sieht. Warte mal, wenn man so rechts, links wippt. Also man sieht das deutlich, denke ich. Es ist schon recht wackelig, aber es fühlt sich unheimlich gut an. Selbst für so einen Schisser wie mich. Es schwingt nach unten, es schwingt nach rechts und links, aber irgendwie witzig. Hätte ich gar nicht gedacht. So, und in der Mitte, auch nicht zu verachten, die Aussicht. Leider noch bewölkt, aber es ist ja auch noch sehr früh am Morgen, erst 6 Uhr. Aber dank des Polarkreis ist doch ja so hell wie die ganze Nacht im Grunde. Echt klasse. Im Hintergrund wieder einen Wasserfall zu sehen. Gefällt mir jeden Tag aufs Neue zu 100% hier. Ja, ich würde sagen, einmal rübergegangen, das Ganze echt genossen. Und jetzt geht's zurück Richtung Hope und weiter in den Norden. Hier wieder einer von diesen schönen Rastplätzen im Wald. Natürlich an diesen Nebenstrecken immer mit Feuerstelle. Das ist ja hier schon Standard. Und dann kann man so ein Stück runtergehen hier. Ups. Und einfach wieder genießen. Also Norwegen an sich kann man nur genießen, genießen und genießen. Egal, ob es die Farben des Wassers sind, die Qualität des Wassers, die Landschaft, selbst die Menschen, meist alle sehr, sehr freundlich und zuvorkommend. Oh, entschuldigt, dass es wieder so wackelt. Bin gerade einmal ins Straucheln gekommen. Bin ich in der Fauske-Kommune und hatte auch hier im Vorbeifahren gesehen, wie toll das unten an diesem Pier aussieht und dachte mir, ein kleiner Zwischenstopp kann ja nicht schaden. Hier im Fjord einfach mal so ein Springbrunnen.
Und es sind angenehme 20 Grad schon. 8:30 morgens. Sehr angenehm. Hallo. Ich bin ja immer noch unterwegs, wie man gut sehen kann. Und wollte euch mal zeigen, was der Vorteil am Polarkreis ist. Wenn es 5:30 morgens genauso hell ist wie um Mitternacht oder um 2-3 Uhr morgens. Das ist schon nicht verkehrt für Frühaufsteher wie mich. Bin jetzt schon wieder ein bisschen unterwegs. Daher genieße ich das schon wieder hier. Und der Riesenvorteil außerhalb der Touristenreisezeiten hier unterwegs zu sein, ist, dass halt nichts los ist. Oder sehr wenig. Und das ist wirklich ein Genuss. Daher auch immer wieder diese kleinen Aufnahmen zwischendurch. So wie jetzt. Hier am Wegesrand habe ich gerade diese Hängebrücke gesehen und dachte mir, ich halte mal an und gehe auch da mal drüber. Wieder eine kleine Schönheit am Wegesrand, wenn man sowieso unterwegs ist. Und zwar in dieser Lage. Wenn man in dieses Tor schreitet, hat das schon was. Das gute Stück ist nicht groß, gar keine Frage. Aber es hat einen ganz besonderen Flair. Schaut einmal hier so rum. In der Umgebung macht sogar das langsame, bummelige Autofahren richtig Laune. Und auch hier wünsche ich mir, ihr könntet diesen Duft des Meeres so ein bisschen wahrnehmen. Es ist herrlich. Und wieder ein wunderbares Plätzchen für eine Mittagspause. So lässt es sich aushalten, Leute. Und nach dem Essen erstmal hier mit dem Stuhl ein bisschen in der Sonne hocken. Jetzt habe ich es mir gerade so halbwegs bequem gemacht. Der Kocher ist an. Da kommt da schon das erste Schiff vorbei. Das ist ein ganz gutes Plätzchen hier, glaube ich. Hier kann ich es aushalten. Dort seht ihr den kleinen Ort Bjerwik. Und mir gefiel das so gut hier, wo ich das gerade gesehen habe im Vorbeifahren. Und der Tag ist eh fast rum, dass ich mir dachte, warum nicht? Ich werde jetzt hier stehen bleiben, mich hier in der Sonne lümmeln. Es sind 18 Grad im Schatten, das ist recht angenehm in der Sonne jetzt. Und werde den Tag hier ausklingen lassen. So viel zu dem Roadmovie. Auch hier mal wieder eine Perle am Wegesrand. Nicht nur dieser schöne alte Volvo. Habe ich mich ja gleich verliebt, wo ich den gesehen habe. Sondern auch hier mit den ganzen Zelten, wie sie hier stehen. Und diese Tafeln, in welche Richtung es wie weit ist. Zum Beispiel Rom, 4052 Kilometer. Und zum Mond, 384.400 steht oben. Ja, wunderbar. Sehr schön. Aber was für mich interessanter ist, Nordkap, 573. Also, weiter geht's. Schaut mal, hier auf dem Rastplatz stehen über solche Aschenbecher und die sind nicht mal befestigt. Also die könnte theoretisch jeder mitnehmen. Toll. Toll, dass sie noch hier stehen. Da würde ich glatt mal sagen, hier am Storefjord heißt es, glaube ich, ist wieder eine traumhafte Aussicht. Es sind 17 Grad. Die Luft an sich fühlt sich gut an, sobald aber Wind kommt, der ist echt eisig hier. Liegt vielleicht daran, dass direkt auf der anderen Seite schon seit etlichen Kilometern immer wieder solche Gletscherausläufer zu sehen sind. Und wenn die Luft natürlich rüber weht,
aus den Bergen, die deutlich höher sind, wird es auch mal frischer. Ich muss sagen, umso weiter nördlich ich komme, umso karger wird es hier, aber auch umso schöner. Also das sind Aussichten hier. Man denkt immer, es ist ein Traum. Und dann kommt man um die nächste Kurve und denkt, boah, das ist ja noch schöner. Das ist echt faszinierend hier. Und gefühlt alle, weiß ich nicht, 500 Meter irgendwo ein Wasserfall, der runterkommt, oder ein Wasserlauf. Ich zeige euch mal eben einen, wenn ich mich hier einmal drehe. Auf der anderen Seite. Für mich sind das kleine Wasserfälle. Auch die in verschiedenen Größen, mal so klein wie hier, mal in groß. Und das begleitet einen so die ganze Fahrt hier. Über Stunden. Deswegen weiß man gar nicht, wo man zuerst gucken soll, wo man stehen bleiben soll, weil es einfach traumhaft schön ist. Schaut da doch einmal rüber. Das ist echt eine Panoramaroute vom Allerfeinsten her. Da lohnt sich nur das Fahren schon. Und mal wieder ein kleiner Zwischenstopp am Karfjord-Kommunenhafen. Weil ich es einfach so traumhaft schön finde. So aus der Nähe ist das schon beeindruckend, so ein Fischereischiff hier. Wenn es denn eins ist, da ist so viel Technik drauf, kann auch was anderes sein. So, und jetzt oberhalb der Baumgrenze. Sehr karg, sehr schön. Auch einmal hier so nach vorne. Ich wollte mich noch mal melden. Ich bin die ganze Zeit hier schon an der Straße Richtung Nordkap auf der E59 oder 69, bin ich mir gerade gar nicht ganz sicher. Und es ist wunderschön. Es ist 80 erlaubt. Man fährt die ganze Zeit, so wie ihr hier sehen könnt, in Serpentinen-Schlangenlinien entlang dieser wunderschönen Küste. Ein Träumchen, sage ich euch. Ein Träumchen. Lasst euch vom Licht nicht so stören. Es ist halt ein bisschen bewölkt. 15 Uhr erst. Aber die Strecke alleine wieder. Wie fast in ganz Norwegen. Es gab jetzt erst zwei Teilstücke, wo ich sagte, na, muss ich nicht haben. Aber dieses hier wieder. Herrlich. Herrlich. Jetzt sind die Rentiere auch mal so, dass man sie sieht. Und die sind nicht mehr so scheu, dass sie direkt abhauen. Das ist ja wunderschön. Leider wieder hier, wo keine Parkflächen sind oder irgendeine Möglichkeit zum Halten. Deswegen stehe ich nur mit dem Blinker eben am Rand. Aber es ist auch nicht wirklich Verkehr hier. Sind das nicht tolle Tiere? Herrlich. Und ein weißes. Hier ist jetzt der Nordkap-Tunnel mit 6870 Metern und es wird davor gewarnt, dass Nebel im Tunnel ist. Da bin ich einmal gespannt. Vorhin gab es ja schon einmal so einen Ersatztunnel, weil der Haupttunnel gesperrt war. Der war schon sehr abenteuerlich. Aber Nebel wäre mir was ganz Neues. Ich kann euch nur sagen, es geht hier übelst runter und auf dem Navi erkennt man das, glaube ich, auch ganz schön, wie es jetzt durch den Berg noch geht, unter die Erde gleich unter dem Wasser her. Bin ich immer wieder vom fasziniert. Und
und es geht echt steil runter. Ich habe einen vierten Gang drin für die Motorbremse. Ansonsten müsste ich durchgehend bremsen. Und so sehen die Wege aus, wenn es zu den wirklich schönen Stellplätzen geht. Jetzt noch mal ein kleiner Abstecher und dann schauen wir weiter. So, ich habe jetzt noch mal einen kleinen Abstecher gemacht, um euch noch mal diese schönen Bilder zu zeigen. Oben auf dem Hügel sieht man es am besten. Ein schönes Rentier. Leider jetzt gegen die Sonne. Das ist ein bisschen schwierig, aber die sind so scheu, dass sie sonst immer abhauen. Ein kleines Stück weiter rechts ist noch eine ganze Herde. Die erkennt man besser, sehe ich gerade. Unter anderem hier dieses weiße Rentier. Wunderschön. Auch die anderen. Einfach irgendwie auch ästhetische Tiere. Ich würde sagen, mit diesen wunderschönen Bildern verabschiede ich mich vom Nordkap. Ich hoffe, euch hat es genauso gefallen wie mir. Und wir sehen und hören uns dann beim nächsten Video. Macht's gut, euer Markus. Mittlerweile befinde ich mich auf dem Weg von Alta Richtung Kautokeino und das sind wirklich 150 Kilometer bis jetzt, wo nichts ist. Also das ist unglaublich, ja. Es ist wunderschön, es ist ein bisschen eintönig, aber immer wieder Rentiere unterwegs, was auch sehr schön ist. Man sollte nur wissen, wenn man die Strecke fährt und nicht mehr so viel Sprit hat, dass man in Alta tankt. Denn dann kommt bis Kautokeino nichts mehr. Das nur mal am Rande. Ansonsten weiterhin wunderschön. Auch wenn das Wetter leider schon wieder die ganze Nacht geschüttet, gestürmt, Gewitter und auch jetzt recht trüb ist. Das Land ist wunderschön. Was deutlich auffällt auf dieser Strecke ist, dass es deutlich sandiger wird und mehr Insekten da sind. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das richtig erkennen könnt, aber ich werde jetzt gleich schon die Grenze nach Finnland überqueren. Und daher wundert es mich nicht, dass es landschaftlich hier immer waldiger wird oder bewaldeter und noch mehr Seen. War vorhin schon kurz irritiert aufgrund der Schrift, die hier auf den Schildern steht mittlerweile. Also, gleich kommt Finnland. Leider begrüßt mich das finnische Wetter nicht besonders freundlich. Hier kommt die Grenze Richtung Suomi, Finnland, Lappi, Sapmi, in der Kommune, denke ich, Enontekiö. Wahnsinn. Ja, so wie es aussieht, gibt es hier keine richtige Kontrolle. Ich denke mal, das ist dann okay, wenn ich hier so durchrolle. Ja, wird wohl. Die Ampel bleibt auf grün. Dann bin ich jetzt in Finnland. Unglaublich. So ist das noch auf dem Land. Tankstelle, Minimarkt, Restaurant, Sauna. Alles zusammen hier irgendwie. Sehr speziell, würde ich sagen. Aber es sieht sehr einladend aus, wenn man sich den Rest dort dazu anschaut. Das wird wahrscheinlich der Sauna-Teil sein, wo man dann unten direkt in den See hüpfen kann. Wusstet ihr übrigens, dass die Währung hier in Finnland die finnische Mark ist?
werde ich ja so ein bisschen nostalgisch und denke an die Deutsche Mark, die es mal gab. Ist schon ein bisschen her, aber irgendwie hat man da auch gute Erinnerungen dran. So, jetzt geht's in den Nationalpark Alp-Mot-Mehatzi, würde ich sagen. Ja, ich bin mir gerade kurz die Beine vertreten und dachte mir, ich zeige euch mal so bisher die klassische, typische Lappland-Finnland oder läppische finnische Landschaft. Immer noch im Nieselregen. Auch gut auf der Linse zu sehen wahrscheinlich. Aber 17,8 Grad oder 18. Also im Grunde okay. Jetzt war ich gerade hier in diesem finnischen Souvenirshop, aber das ist schon sehr touristisch geprägt. Ich dachte eher so auf irgendwelche einheimischen, typischen Sachen, außer dass es hier so Geweihgeschichten gab, war es nicht ganz so meins. Aber was auch zu beachten ist, eine Stunde Zeitverschiebung, und zwar vor. Und auch das ist Finnland. Wunderschöne Flüsse, riesig breit. Und ich bin gerade an einem See vorbeigekommen mit traumhaften Sandstränden. Wenn es nicht so regnen würde, wäre das echt toll. Ja, und hier sind wieder zwei so Rumtreiber. Na, ihr beiden? So, und weil ich heute ausnahmsweise mal keine Lust habe, mir selber was zu essen zu machen, habe ich mir gedacht, hier in Lappland gönne ich mir mal einen Imbiss, und zwar eine große Portion Pommes. Kostet 6 Euro. Bin gespannt, wie sie wird. Man könnte sich sogar reinsetzen, aber dann habe ich den Geruch wahrscheinlich die nächsten 2 Wochen im Bulli. So sieht das Ganze aus. Ketchup mit Zwiebeln und Pommes. Und es ist sehr lecker. Gefällt mir sehr gut. Gab es noch einiges anderes zur Auswahl, aber das darf ich ja alles fast nicht. Deswegen bin ich sehr begeistert. Ja, ich habe mal ein kleines Päuschen gemacht, um mir die Beine zu vertreten. Und zwar stehe ich hier wieder laut dem Schild am Arctic Circle in Finnland, in der Nähe von Ratasjärvi. Und ich glaube, dieser Ort hier ist Napapiiri. Dort nachzulesen. Ja. Wenn es gerade mal nicht regnet, nach Stunden, ist es auch hier ganz schön. Die Namen von den einzelnen Orten sind teilweise schwierig auszusprechen, auch mit 2 Äs und 2 Us hintereinander. Da muss man sich so erstmal dran gewöhnen. Und dort vorne ist so eine kleine Husky-Gruppe untergebracht. Ansonsten war es das gleich schon mit Finnland. Man sieht dort im Hintergrund den Fluss. Ich denke, das erkennt ihr ganz gut. Und auf der gegenüberliegenden Seite, das ist schon Schweden. Und ich denke mal, dass in wenigen Kilometern dann der Grenzübertritt sein wird. Somit nicht ganz viel gesehen von Finnland, Lappland hier. Aber bei dem Wetter ging auch nicht. So, ein letzter Blick Richtung Finnland. Denn da vorne die Brücke, die ihr seht, wird mich rüberführen nach Schweden. Und komischerweise mit Ende Finnland hört auch der Regen auf. Ich weiß nicht, ob das ein Zeichen ist, dass ich nicht in Finnland bleiben soll. Aber irgendwie fühlt es sich so an. Also ab nach Schweden. So, da steht es. Vuosi Sverige. Jetzt geht's rüber über diese super in Schuss gehaltene Straße. So wie man hier schön erkennen kann, denke ich.
auf nach Schweden. Nochmal ein Blick über den Fluss. Und ja, ihr täuscht euch nicht, es regnet schon wieder. So, Schweden, da sind wir. Ich weiß nicht, was ich so recht von diesem Schild 90 km/h halten soll. Und wenn man diesen Straßenbelag hier sieht, da kann man nur hoffen, dass einem keiner hier entgegenkommt oder überholt oder sonst irgendwas. Ich weiß aber auch nicht, warum ich jetzt laut Navi hierher gelotst werde. Ich habe keinerlei Sperren eingegeben, was die Straßenwahl angeht. Aber anscheinend, wenn ich hier von Finnland aus komme, muss ich wohl hier durch, um an die schwedische Küstenstraße zu kommen. Nicht ganz so toll. In Finnland sahen die Straßen ja, die rechts und links von der Hauptstraße abgingen, genauso aus. Aber was soll ich jetzt machen, ne? Överkalix. Ja, in Överkalix muss ich abbiegen. Mal sehen, wie lange das noch so geht. Und jetzt passiert das, was ich befürchtet habe. Von hinten kommt ein LKW. Ah, so ein... Das muss doch echt nicht sein. Ja, Fakt ist, wenn man in Schweden die E4 meidet, um ein bisschen mehr vom Land zu sehen, sind das hier so die Standardstraßen, wo 70 bis 90 km/h erlaubt sind. Muss man sich dran gewöhnen, aber letztendlich landschaftlich schön. So kommt man auch immer wieder an solchen kleinen schönen Seen vorbei. Das Ganze hier gehört zum Ekopark Rossfors. Deswegen kommen hier aus Skandinavien auch die besten Rallye-Fahrer her. Die haben ja überall Teststrecken, die offiziell sind. Und hier in dem Rossfors Nationalpark ist es landschaftlich wirklich wunderschön. Und zwischendurch kommen dann hier diese Hütten, beziehungsweise Riesengebäude, die echt klasse aussehen. Aber wie immer, selber urteilen. Dahinter ist so eine schöne kleine Brücke, die da über den Fluss geht. Ihr merkt, ich bin schon wieder ein bisschen begeistert. Dort stand das nächste Schild, Willkommen in Alterdalen, und die werben mit Bibern auf ihrem Willkommensschild. Wie ich vorhin schon sagte, kein Wunder, dass hier alle Rallycross-Fahrer werden. Da ist wieder so ein Beispiel dafür auf dem Hof. Aber es bietet sich ja hier bei der Gegend und den Straßen auch an. Und zu der Seite schön zu sehen, wieder hier so ein herrlicher See. Deswegen werden sich hier die Biber auch ganz wohl fühlen, denke ich. So schön kann es über Land aussehen. Hier klassisch so ein Holzboot an der Seite. Die alten Aufnahmen der Brücke hier und hier auf der Seite entlang des Waldes, des Schilfers, da wächst das Grün. Auf der anderen Seite die Seerosen, das ist traumhaft schön. Und das Vogelgezwitscher. Auch Schweden hat unendlich lange, schöne, einsame Straßen durch die Natur. Eine wahre Genussfahrt. Wir kommen in Arnemark und die werben mit den Fischen. Auch solche kleinen Schönheiten hier findet man, wenn man abseits der Hauptstraßen unterwegs ist. Ein Picknickplatz mit herrlicher Badestelle. Das Einzige, was den Eindruck manchmal so ein bisschen trübt, ist, wenn hier so 100 Meter entfernt die LKWs fahren, weil hier viel Holz halt aus den Wäldern gefahren wird.
Aber da kann ich gut mit leben. Ein Träumchen. Ja, jetzt bin ich mal auf diesen Steg drauf und die ein oder andere Diele knirscht ganz schön. Aber rein optisch wunderschön gemacht hier. Und auch das ist hier in Schweden sehr schön. Auch das sieht man leider hier in Schweden sehr oft. Bei uns Klassiker, hier einfach nur noch Schrotthaufen. Wenn alles gut läuft, führt diese Straße jetzt direkt ans Meer. Sieht das nicht super aus? Ich bin ja im Grunde sehr zufrieden mit diesem Navi. Aber diese Straßen zum Beispiel werden überhaupt nicht angezeigt. Also ich muss mal überlegen, demnächst für die skandinavischen Länder besonders, dass ich dann vielleicht mit Maps oder ähnlichem navigiere und das übers Tablet mache. Da muss ich mir so ein Ding halt auch mal anschaffen. Oder doch übers Handy. Mal sehen. Aber so verpasst man auf jeden Fall viel. Leute, ist das nicht ein Träumchen? Und direkt vor mir das Meer. Und ich kann hier offiziell reinfahren. Wie genial ist das denn? Jetzt muss ich nur gleich mal gucken, weil der Weg hier doch sehr sandig wird. Ob ich da überhaupt weiterfahren will. Aber erstmal genießen. Ja, so sieht's aus. So genial kann man stehen. Muss jetzt so eine richtige Parkposition finden. Hammer. Ja, Leute, ich habe jetzt richtig geparkt und kann man viel besser stehen? Ich denke nicht, oder? Wie schön ist das denn? Es ist ein bisschen windig, ja. Aber das hat die Ostsee nun mal so an sich. Aber ist doch wohl traumhaft. 19 Grad sind nur, muss ich sagen. Es ist so gerade angenehm in T-Shirt und kurzer Hose, aber herrlich. Alleine des Lichtes wegen. Die Blätter wehen im Wind hier. Wunderschön. Aber weswegen ich eigentlich angehalten habe, ist hier dieses kleine Gestell, wo eine Glocke drin ist. Ich werde jetzt gleich mal gucken, was das genau hier ist. Es sieht ein bisschen aus wie Friedhof, aber ich weiß es noch nicht. Das sieht doch schon mal schick aus. Das Ganze hier ist so eine Mischung aus Parkanlage, wo man schön drum rumlaufen kann, so wie ich das sehe. Und dort vorne einem Friedhof. Und hier ist dieser typische Duft, den man auch bei diesen Stabkirchen hat in Norwegen. Von diesen angebrannten Schindeln, sage ich mal ganz vorsichtig, die hier als Außenhaut verwendet werden. Man kann von Friedhöfen ja immer halten, was man will. Aber es ist schon ein schön angelegter Gesamteindruck hier von diesem Friedhof. So sehen hier alle Gänge aus. Tja, da ich Autobahnen vermeide, lotst mich das Navi jetzt durch die relativ große Stadt Umea. Und da ist es natürlich sehr voll und staut sich hier gerade. Macht aber irgendwie gar nichts. Also ich muss sagen, das Städtchen macht schon was her hier. Es ist doch schon ein bisschen größer, als ich dachte. Also diese Region Hoger Küsten in Schweden ist schon ganz ansehnlich, das muss man ja sagen. Immer wenn Brücken kommen, so wie dort hinten gleich diese riesige. Ich hoffe mal,
man kann das trotz der Reflexion gut erkennen. Aber auch die Blicke zur Seite sind nicht zu verachten. Ja, und da kommt das Prachtstück in der Nähe von Herrenösand. Da kann man schon mal hingucken. Ganz besonders obendrauf, diese Spitze finde ich schön. Qualitativ, aber es ist halt ein Roadmovie. Da muss man mit so Reflexionen und ein bisschen Nebengeräuschen auch leben können. Hier beginnt das Naturreservat Indalswellen. Direkt am Anfang mit einer Einflugschneise des Flughafens und Landebahn. Aber dieses Symbol finde ich echt gut. Die Eisenbahnbrücke dort im Hintergrund natürlich auch. Zur anderen Seite sieht es genauso aus, bloß ohne Brücke. Schon ein schmuckes Stück. In 1,5 Kilometern. Mittlerweile bin ich hier in Fagerfick von der E4 mal wieder so ein bisschen weg. Und da geht die Straße entlang an Golfplätzen und so Frisbee, Golf und ja, so lauter sportlichen Aktivitäten, Tennisplätze, Fußballplätze. Und da habe ich mir gedacht, hier halte ich nochmal an, vertrete mir ein bisschen die Beine, genieße die Sonne und die Spiegelung hier auf dem Wasser. Das ist sehr angenehm. Man darf hier 2 Stunden parken. Das werde ich jetzt mal ein bisschen nutzen. Und mir das Ganze hier mal so ein bisschen zu Gemüte führen. Sieht doch ganz angenehm aus. Na, ist das nicht klasse? Ich weiß nicht, ob es noch in Betrieb ist. Ist da nicht ganz so danach. Aber ich hatte ja in Norwegen auch schon mal ein Wasserflugzeug landen sehen an diesen einzelnen Seen, deswegen halte ich es nicht für ausgeschlossen. Ja, und jetzt kommen wieder die Schotterpisten. Habe ich die vermisst. Wobei es ja schon fast ein bisschen Spaß macht. So, das waren jetzt fast 20 Kilometer Schotterpiste und jetzt bin ich auf der guten Straße. Eine Mischung zwischen Teer und Schotter. Das ist echt der Wahnsinn hier. Was das dem Auto alles antut, aber ja, ist dann jetzt wohl so. Das ist die Ortschaft Berge. Auch so ein schnuckeliger kleiner Ort, wie ich ihn ähnlich gezeigt habe, schon mit dem Wasserfall. Wo auch immer dieser Ort war. Also dieser Ort Berge hier hat auch wassersporttechnisch einiges zu bieten. Die flitzen hier mit ihren Jetskis rum. Ein kleiner Hafen. Das ist schon ganz nett. Ich denke, hier werde ich heute Nacht bleiben. Schaut mal, wenn man hier zu diesem See runterkommt. Dieser schöne Grillplatz hier. Dann dieser Holzsteg mit den 3 Sitzbänken oder so 3 Tisch-Sitz-Bank-Kombinationen. Dahinter geht noch so ein Steg raus, wo dann eine Leiter ist, dass man vernünftig ins Wasser rein und rauskommt. Dann stehen hier so ein paar Boote und auf dieser Seite steht schön so ein, ja, ein schwimmendes Partyplätzchen, würde ich sagen. Und direkt dahinter, was man jetzt gerade nicht ganz gut sieht,
ist dieses wunderschöne kleine Schwedenhäuschen da auf dem Wasser. Auch so geht es. Guten Morgen. Ist das nicht ein Traum, wie es hier gerade aussieht? Ich gehe mal so ein bisschen in den Zoom, damit ihr das da auch richtig erkennt. Es ist wunderschön. Morgens 6 Uhr. Leichter Nebel, den man dort im Hintergrund, glaube ich, noch ganz gut erkennen kann. Das ist das perfekte Bild für Skandinavien. Hallo zusammen. Heute mal ein Stellplatzvideo. Ich bin jetzt hier in Manila in Schweden und habe durch Zufall das Schild an der E4 gesehen, Naturcampingplatz, und bin reingefahren und habe diese Perle hier entdeckt. Es ist traumhaft schön. Der See hat eine super Wasserqualität. Nicht sehr warm, aber angenehm, wenn man erstmal drin ist. Es ist ein Sprungturm dort hinten vorhanden. Und bis gerade dachte ich auch, ich könnte das eben noch filmen ohne Geschrei. Aber kommen gerade noch ein paar Kinder hier aus dem Nachbarort anscheinend. Macht aber nichts. Was ich euch zeigen wollte und sagen wollte, seht ihr ja auch so. Und der Platz kostet nur 100 Kronen die Nacht. Das sind rund 10 Euro. Und die muss man hier in so einem Kasten einwerfen und dann ist gut. Den Platz zeige ich euch gleich noch. Dort oben sind Umkleidekabinen, es sind Toiletten da, es ist ein Pavillon da, es sind Bänke da und hier diese Stege, wo man überall ins Wasser kann. Und rundum ist es ja auch wunderschön, diese kleinen felsigen Inseln in der Mitte, wo man dann auch hinschwimmen kann und sich einfach mal drauflegt. Dort ist der Sprungturm zu sehen. Und in die Richtung weiter der Verlauf dieses ganzen Areals. Man kann auch hier in den Wäldern noch herrlich spazieren gehen, zwischen den Felsen. Es ist alles bepflanzt oder naturbewachsen mit Erika, Kiefern, Blaubeeren ganz viele. Hier vorne sind Seerosen schön. Viele Fische im Wasser, die auch durchaus mal näher kommen. Aber wer in einem See schwimmen geht, weiß, dass er damit zu rechnen hat. So, jetzt geht es einmal hier Richtung Sprungturm und Richtung Sonne. Dann sieht man auch nochmal die andere Seite, nämlich dort hinten ist ein extra Hundebereich, was ich auch sehr schön finde. Des Weiteren überall diese Einstiege über die Leitern. Hier kann man seine Sachen aufhängen zwischendurch zum Trocknen. Und ja, als Highlight der Sprungturm. An den anderen Stellen würde ich nicht zwingend reinspringen, weil wenn man schwimmt, merkt man auch, dass man zwischendurch Grund hat, weil auch hier der Boden natürlich felsig ist gelegentlich. So wie zum Beispiel dort in der Mitte auch zu sehen. Ist das natürlich auch unterm Wasser. Aber ansonsten müsst ihr doch zugeben, das ist eine Perle. Und wenn man überlegt, für 10 Euro für 24 Stunden, die man da einfach in den Kasten wirft und seine Autonummer auf einen Zettel schreibt, da gibt es doch wohl wirklich nichts zu meckern, oder? Wie gesagt, der Platz ist nur ein großer Parkplatz im Grunde, wie eine riesige Wiese, aber wunderschön gemacht. Den zeige ich euch jetzt gleich auch noch einmal. Ich wollte nur noch einmal schwenken hier
weil ich mir das heute schon den ganzen Tag angeschaut habe. Wie gesagt, es ist jetzt 20 Uhr gleich, die Sonne geht langsam da Richtung Horizont unter. Und ich habe den Tag hier echt mit Schwimmen, Lesen, Essen so richtig genossen. Mal einen Tag mit wenig Kilometern auf dem Tacho. Das ist doch auch mal ganz schön. Und das in Schweden, was ja nur Rückreiseland ist, aber doch so ein paar schöne Ecken hat. Ich war erst nicht ganz so überzeugt, aber das hier mittlerweile gefällt mir sehr gut. Umso weiter ich Richtung Südschweden komme, umso schöner wird es für mich persönlich. So, hier steht das Ganze nochmal schön beschrieben. Hier sind diese besagten Zettel, wo man dann seine Kennzeichen draufschreibt und seinen Namen. Das schmeißt man dann mit den 100 Kronen zusammen hier rein. Und dann hat man dort auf der gegenüberliegenden Seite überall die Möglichkeit zu parken. Und auch hier. Das Ganze ist freigegeben sowohl für Zelte als auch für Wohnmobile. Jo, das war's im Großen und Ganzen. Ich hoffe, ihr seht auch so die Umgebung ein bisschen hier. Das ist wirklich wunderschön. Auch wenn es nah an der E4 gelegen ist, aber am See bekommt man davon nichts mit. Ich hoffe, dass euch auch mal so ein Stellplatzvideo ganz gut gefallen hat. Und wir sehen und hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut, euer Markus aus Schweden. Die schönste Seite von Schweden sind für mich eindeutig die ganzen Seen hier. Auch mit den Steinen, die da in den verschiedenen Farbkreationen sind, mit diesem weißen Kringel in der Mitte meistens. Wunderschön. Und die sind alle an der E4 gelegen oder an der 23, an der 54, wie sie alle heißen, diese ganzen Hauptstraßen. Das ist so ein bisschen einerseits ein Nachteil, andererseits kommt man von da auch gut dran. Und wenn man es ruhiger haben will, fährt man halt um den See, bis man irgendwo auf einer Stelle ist, wo es halt ruhig ist. Aber an sich wunderschön. Und so sieht es aus, wenn ich hinten aus dem Bulli gucke. Also ich stehe hier zwischen dem Fjord und dem Fluss, der ja abläuft oder durchläuft. Zu jeder Seite so 20 Meter vom Wasser weg, würde ich sagen. Sehr schön, tolle Aussicht. Vielleicht gibt es da noch ein paar Rentiere oder Elche. Wenn dem so wäre, würde ich euch das natürlich zeigen. Aber dieses Video endet hiermit. Ich hoffe, euch hat jetzt diese Überlandfahrt mit diesen ganzen zufälligen Naturschönheiten, nenne ich es mal, gefallen. Und wir sehen und hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut, euer Markus.